Ich habe ein bisschen abgenommen, hat man gesehen, ne? Alter, was für ein abgefahrenes Spiel. Please stand clear. Ist nicht witzig? Ach du Heilige. Alter. Hat hier fast das Knie weggeschossen. Seriously, who designed this place and what does he have against light? Did a light kill his family or something? Komm, die ganze Mistpisse hier nochmal. So geht's. Tschüss, Freunde. War schön mit euch. Was denn? Oh. All dead. Nice job. Ja, tolle Wurst. Der Junge wollte mich doch verarschen. Und ich hänge da eine Stunde drin rum. Was? So. Dann mal auf. Oh, das habe ich dringend nötig. Oh, oh. Piece of cake. Ach so. Ich bin halt ein bisschen rabiat bei den Türen. Fuck. Core Results. Was ist das denn? Lustige Zeichnung von der Krankenschwester und die wahrscheinlich süßeste Unterschrift der Welt. Doc Romero. Hallo? Scheiße? Ich will das nicht klicken. Ich habe auch keine Waffen. Alter, ich hasse diese Puppen. Alter, ich will hier... Alter, ich will hier nicht sein. Damit sind wir wohl am Ende einer lustigen, kurzen Reise. Alter, was für eine Mod. Weil, ich musste ein paar Mal selber lachen, wo ich mich habe selber spielen sehen. Ideen, die ich hier gerade gelesen habe. Also auf jeden Fall sind das dann meine. Ja, gut gemacht. Sie wissen nun alles über diesen Spielmodus. Das ist einfach so schön. Das war das längste und aufregendste Tutorial, was ich jemals gesehen habe in einem Spiel. Jetzt wieder zurück. Zurück. Alter, der will auch nicht zurückfahren. Jetzt fahr zurück, du grenzdebiles Arschloch, ey. Alter. Mann. Der scheiß Kreis. Ach, Mensch. Das heißt, ich gleite hier mal einfach über die Einfahrt. Huch! Wie? Was war das denn jetzt? Ich dachte, ich fliege jetzt wieder weg. Das gibt's doch nicht. Das geht nicht. Alter, ich werd aggro. Ja, jetzt haut er sich die Tür von den Kopf. Sie können das Paket nun verladen. Das würde ich gerne tun, aber es geht nicht. Alter, das Spiel ist so behindert. Ey, das gibt's gar nicht. Alter, willst du mich verarschen? Ich würde sagen, es empfiehlt sich, das Spiel zu deinstallieren, um das Spiel flüssig und problemlos im Klo runterspülen zu können. Das ist es doch. Alter, das ist ja wohl ein Hohn, Freunde. Da hast du hier so ein NASA-PC stehen, weißt du, und dann kommt ja so ein Billo-Game daher. Und möchte, dass du die... Das ist ja unfassbar. Ich hoffe, ich habe hier gerade keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Lasst euch mal ein paar Eier wachsen. Spielt das hier mal durch, bitte, ja? Hui! Ich habe keine Worte mehr. Und es regnet. Das ist ja schön. So, ich glaube, es ist nicht die Zeit, die mich unter Druck setzt, wenn ich dieses Spiel spiele, liebe Freunde. Stellen Sie Personal für die verschiedenen Bereiche ein. Alter, was haben die geraucht?
Wo hab ich hin? Ich konnte kein Personal. Ich bin das einzige Personal, verdammt. Ich muss mich nicht anstellen, ich bin schon da. Bieten etliche Stunden Spielspaß. Da weißt du schon, die meinen das ironisch. Die meinen das gar nicht so. Warum ist denn das so? Wir spielen Oxford Teil 2. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wer wird denn gleich das Gesicht verlieren? Ha, 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 ha. Ich will da nicht hin. So. Hm! Das habe ich nicht gewollt! Die ist mir aus der Hand geflogen! Alter, was macht die denn für Sachen? Ich bin nicht schreckhaft. Alter! Blöde Kuh! Alter, ich hasse die Alte. Ich hasse sie so sehr. Blöde Kuh. Ich glaube, der hat Gefühle. Schön gegen die Tür gematscht. Viva Piñata! Hey, Kinder, spielt doch alle mit, da sind Bonbons drin. Gleich kommen sie raus, die leckeren Bonbons. Naja, die lässt mal einen abbaumeln da. Okay. Wir erfahren also nach und nach ein bisschen was von der Story. Wir, der Sarazar nicht, der hat es leider nicht gehört. Entschuldige. Hey, es ist Oberkörper-Harry. Ah, den können wir ruhig Oberkörper-Harry so nennen, das finde ich gut. Brauchst du Handschuhe? Habe ich Vierer. Ach, du hast mir gerade Fünfer gegeben. Ja, genau. War eine super Frage. Ja, so war das. So. Dann lass doch mal weiter galoppeln. So stampfe ich auch immer im Büro auf, wenn ich wieder muckelig bin. Stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Dann sage ich immer, ich brauche mehr Zeit. Fettes Mistvieh. Ah, ich knack dich wie eine Walnuss. Also ich meinte den Typen jetzt, nicht dich, ne? Nee, ich bin ja auch kein fettes Mistvieh. Habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Zumindest nur selten. Oh. Hihi. Na, der macht nicht mehr viel Hihi. Ich kenne nur Heiden blöd. Ah. Michael, genau. So, hier hat sich gelohnt. Ja. War echt super Ausflug gerade. Nö, habe ich mir gerade ausgedacht. Klingt aber lustig. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. So, dann lass doch mal weiterziehen, oder? War extra, da war ja noch die Krypta. Oh, guck mal, hier eine Truhe. Die Druckwelle hast du auch immer nach dem Spargel essen. Und ich guck mal, Entschuldigung. Spargel essen? Spargel ist doch eher für seine Spargeldiät bekannt mit dem Geruch des Goldes. Des Goldes. So. Der Golden Shower. Ach, Primär habe ich jetzt Spalten. Hatte ich doch schon. Die Ebene Nummer 3. Ja. Immer. Hey. Ja, hey, ho. Dann lass mal los. Ab durch diesen goldenen Schimmer, was auch immer. Scotty, beam me up. Oh. Geht das hier schon wieder los? So, warte. Ja, und man kann sie ja nicht mal wieder bewerten. Die hat ihre Tage, weißt du? Ach Gottchen, ey. Also wenn du dich nochmal über meine Witze beschwerst, ja? Andere Leute, wie beispielsweise der Gronkh, bezahlen dafür, wenn ich die anfasse. Ja, mit dem Leben, weil du so stinkst. So, jetzt hier mal ein bisschen verwerten. Also wenn ich dir wegen deiner schlechten Witze aufs Maul haue, hast du immer noch einen Ersatzzahn dabei. Tja. Das ist ja super. Und du nicht. Nee, ich habe eh schon keine Zähne im Maul. Vorteil. Jetzt zu Beginn von World of Warcraft haben mir die Charaktere bei der Horde nicht so gefallen. Ja. Denn ich spiele nicht so gerne hässliche Charaktere. Du würdest also sagen, die Horde ist hässlich? Also die meisten bei der Horde zu Beginn, abgesehen von den Blutelfen, waren hässlich. Ja, das stimmt natürlich. Da kann ich ja keinen hässlichen Charakter spielen. Du bist schon ein Beauty, ein handsome Guy. Oh Gott. Das stimmt. Schade. Von wegen, mein Freund. Ich hab mich schon gefreut. Ach, hier guck geht's mal doch hier runter. Ich dachte, wir könnten hier gar nicht runter. Aber hier geht's runter. Wegen der schwarzen Magie. Manche halten es dafür, mein Freund. Manche halten es dafür. Schön. Du alter Satan-Mist. Du, ja. Dein Penis ist der Satan. Pass mal auf. Jetzt mal Folgendes. Komm mal kurz her. Bleib mal stehen. Jetzt mal Folgendes.
Jetzt hole ich nämlich mal meine Keule raus. Oh nein! Oh, ich bitte dich. Ach komm, ey. Das ist doch hier schon alles zu spät. Da muss ich ja durch diese Glaskugel gucken, um die zu sehen. Ach ja, du mit deiner kleinen Seifenblase. Für Gothics übrigens gibt es eine neue Kindersendung, die heißt Ernta und Bert. Kennst du die? Das war echt der schlechteste Witz, den ich bis jetzt in diesem Let's Play gebracht habe. Sag mal, schämst du dich eigentlich manchmal für deine schlechten Witze? Ein bisschen eigentlich, wenn ich überhaupt noch sowas wie Schamgefühl hätte. Also... Das war schon richtig, ey, weit unten, geh oder? Mal nicht weiter, denn hier ist ein Schreiberpult. Ich lese mal kurz... etwa in ihrer Unterwäsche schnüffeln? Was? Was? Kranker Bastard. Ich lese natürlich nur in ihrem intimen Tagebuch Teil 4. Ich bin froh, dass wir auf diesem Niveau bleiben, auch? Der Sarazar, der zieht das Niveau von diesem Let's Play total runter. Was sind denn eure liebsten Pornos, die ihr bisher gesehen habt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Weißt du das? Sehr geil. Oh, gute Gott. Frage, also eine geile Frage. Ja, ja. Ich glaube, wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus. Das ist doch besser als andersrum. Das stimmt. Das ist ja immer so, kennst du ja. Ich brauche noch ein bisschen Essenz, eine, und dann kann ich da auch schon richtig fett basteln. Okay. Boah, du bist ja auch voll der Spaten des Gesellen, ne? Ah. Ich nenne dich jetzt nur den Spaten des Gesellen. Ich habe einen Zahn eines Gefallenen bekommen. Und du hast eine Errungenschaft freigeschaltet, des Helden Schrott. Oh. Das ist ja... bin ich ja nicht so stolz drauf. Es funktioniert. Wir haben einen automatischen Seidenspender. Mit Mobs. Ah, wuff, wuff. Damit wir hier eine Ebene haben und das wäre eben ganz schön toll. Witzig. Hört sich an, als ob man Opas Glasauge gegen die Wand schmeißt. Hey, Opa, guck mal! Ach nee, gucken geht ja nicht mehr. So. Huch, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Haha. Hauptsache mit per Woll gewaschen. Tja, auch wenn euch das jetzt stinkt. Hahaha, witzig. Scheiß die Wand an. Wo kam der denn her? Und abends spare ich mir dann einfach mal den Gouda vom Penny, weil ich dann mit einer Käsereibe aus der langen Unterhose. Aber das lassen wir mal einfach bleiben. Ich gehe hier mal zur Monsterfalle und hole mir mal einen Seidenstrumpf. Ja. Also eisentechnisch war das echt ein richtiger Hauer, möchte ich sagen. Ein Eisenhauer. Und jetzt mache ich mal einfach... Ach, die Monster sind ja an. Und ein Creeper habe ich gerade gehört, der hier... gerade krepiert, also krepiert. Und jetzt können wir uns theoretisch Bögen machen, aber bevor wir uns Bögen machen, möchte ich einfach noch einen Bogen machen um die Monsterfalle. Und ich möchte vorher noch ein bisschen Krempel in der Truhe ablagern. Wäre ein großer Reinfall. Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Na gut, verstehe ich. So, hier mal eine Schublade ist auch noch. Leer. 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 Prinzessin? Leer. Ach so, ja, scheiß Nerd. So, können wir damit reden vielleicht? Das ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Und einen Briefkasten haben wir, eine Briefkastenflagge. Echt geil. Der sagt doch immer nur das Gleiche irgendwie. Echt geil, ey, voll cool, ey, super. Sie heißen unsensibles Draufspucken. Sie wurden von Bands wie Limpid Harmonica und Howlin' Moon Rocket Limbo beeinflusst. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Ne, das funktioniert auch nicht. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ja, vor allen Dingen die Kragenkunde, da möchte ich auch mal unbedingt, naja, vor allen Dingen, wenn man einen weißen Kragen behält. Hier hast du keine Probleme mit Holzsplittern. Wo kann man die bekommen? Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Das muss doch abfisseln dann immer.
Ah ja, ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Hat er nicht die 3D-Brille erfunden? Der mit der Band? Ach, ich frag mal das. Ein System freien Handels und mit Chancengleichheit? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Die Zukunft, ach ja. Ah. Bisschen Animation gespart, wa? Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Putzwagen? Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Ein Stück Seife. So, das haben wir uns geklaut und ich ahne auch schon, können wir die Seife vielleicht in den Eimer machen? Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Na gut. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Ich freue mich, wie das Pferd sich freut. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Boah, du Arschpropfen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Die nehmen wir nochmal richtig ran, also jetzt auf eine ganz harmlose Art und Weise. Ja, natürlich. Und tschüss. Boah, was für Arschmaden. Oh nein. Ich hab's verlernt. Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Und dann schnell die Maus nehmen. Ach, hier steht's ja auch. Hahaha, Mensch. Gute Frage. Ich glaube, Sie hatten recht. Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. So fühle ich mich auch gerade. Die anderen Wissenschaftler würden lachen. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich habe da Ersatzschlüssel drin. Ach, schön. Wirklich ein erlesener Geschmack im Tapetendesign. Gut, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel sich so entwickelt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Es ist verdächtig ruhig. Was? Was? Alter, hör doch auf damit. Hallo? Na, Hauptsache, hier steht jetzt nicht irgendeine Frau? Alter! Au! Aha! Aua! Nein! Hä? Ihr Pisser! So, schnell Tür zumachen, weglaufen. Kanetz, das... Also, da steht Ende. Ja, das war also der Korridor. Mensch, wie lange war... Wow, 11 Minuten! Hey! Ja, ist ja süß ein bisschen irgendwie. Wie gesagt, wenn ihr das selber mal spielen wollt, die 10 Minuten, wenn ihr 10 Minuten Zeit habt und das selber spielen wollt, Download-Link in der Videobeschreibung unten. Vergeht mehr Zeit als beim Spiel selbst. Ja Mensch, das war das kürzeste Let's Test, was ich jemals gemacht habe. Naja, haben wir zwischendurch mal... Ja, tja, was soll ich sagen, war jetzt total aufregend. Ich hoffe, ihr hattet 10 Minuten lang vielleicht ein bisschen Spaß. Ach, halt die Schnauze, das war voll ungruselig. Musik.